einen wunderschönen guten Morgen hier aus Morro de Ebre. Die Sonne scheint perfekt, scheint mir auch voll in die Fresse natürlich wieder. Wir haben jetzt gerade alles aufgeräumt und ich mache mich jetzt gleich fertig. Und ich bin echt mal gespannt, weil ich filme gleich die erste Fahrt mit der Supermoto. Das wird Katastrophe, aber egal. Ich probiere es und deswegen, let's go. Ja, erste Turn ist vorbei. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, aber dann Stück für Stück bin ich dann doch besser zurechtgekommen. Die GoPro hatte ich natürlich auch drauf, aber ja, natürlich wieder sehr schlau. Die Winkel natürlich wieder noch komplett unten gehabt. Also heißt, ich habe nur die Bohnen gefilmt. Wieder typisch ich. Dieses technische Problem werden wir natürlich für Sie beheben. Kommen jetzt gleich ein paar Actionbilder. Let's go. Catch me if you can. We're in a game. They'll never see us cause we're moving the night. We're always ready if they put up a fight. I'll run, I'll climb, we'll outshine. You were wrong, I think it's worth it to try. So, der halbe Tag ist vorbei. Auf jeden Fall mega geil. Fühlt sich richtig gut an, macht echt Spaß. Jetzt machen wir die Reifen hier mal drauf. Der halbe Tag ist auch schon vorbei. Deswegen gehen wir jetzt gleich Mittagessen im Restaurant. Hier die Knieschläufe, die Prototypen von Slides. Funktionieren mega gut, bin richtig zufrieden. Und jetzt habe ich noch zwei andere Mischungen zum Testen. Und da gebe ich euch auf jeden Fall auch das Feedback. Jetzt wird erstmal gegessen. Hi, du auch. Hi. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hey! Ja, was? Oh! Ja, Mittagsschläfe ist jetzt vorbei. Wird noch ein bisschen gefahren. Gerade eben. Die Knieschläfe von Slides, den Allrounder, die mittlere Version. Habe ich gerade getestet. Jetzt probiere ich mal die etwas härtere Variante, die ein bisschen weniger Reibung am Asphalt hat. Bin ich mal gespannt. Beim Lukas habe ich jetzt auch gleich die Kamera drauf gemacht. Oder mache ich gleich die Kamera drauf, dass der mich mal von hinten ein bisschen filmt und dass ihr mal ein bisschen andere Perspektiven habt zum Schauen. Deswegen, jetzt wird angezogen. Dann, let's go. I'll go through anything. Den grünen getestet. Meiner Meinung nach beide einfach ein geiles Gefühl. Hat mich richtig wohl gefühlt. Am meisten wohl gefühlt tatsächlich mit dem Allrounder. Jetzt bin ich am Testen die softe Variante und den Allrounder auf der anderen Seite. Bin ich mal gespannt, weil man kann ja immer variieren, wie man es haben will. Auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite weniger. Und später erzähle ich euch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über die Schleifer. Aber jetzt wird erstmal noch geballert.
fertig mit dem Fahren. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, hat Spaß gemacht hier zu fahren. Und Thema Schleifer, es gibt einmal drei Versionen. Einmal die softe Variante, den Allrounder und die härtere Variante. Mit allen drei habe ich mich pudelwohl gefühlt. Verschiedene Reibungen auf dem Asphalt. Der softe hat mehr Grip oder mehr Reibung auf dem Asphalt, heißt, dass es etwas mehr bremst oder dein Knie mehr bremst und du ein besseres Gefühl hast. Der Allrounder ist einfach die Mitte davon und die härtere Version ist ziemlich hart. Man sieht auch fast gar keinen Verschleiß und die hat halt eben wenig Reibung auf dem Asphalt. Im Großen und Ganzen mega geil, auch vielen Dank an Slides Racing. Slides.de heißt die Internetseite, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier die Schleifer zu testen und mit denen auch so ein bisschen die Dinger zu entwickeln. Und hiermit verabschiede ich mich dann hier von dem schönen Spanien. Also dann, ciao!